Grip-Altblech-Experte Det Müller ist heute in einer völlig neuen Mission unterwegs. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zu drei Kandidaten aus Hessen und bei denen piept es richtig. Aber im positiven Sinne haben sie eine Meise. Und wer die absolute Automeise den Pokal verdient hat, da will ich jetzt erstmal rausfinden. Ein neuer heiß begehrter Pokal. Wer die goldene Grip-Automeise einheimst, hat unsere offizielle Anerkennung als Mensch mit dem ultimativen Autospleen in seiner Region. Los geht's in Deutschlands Mitte, genauer gesagt in Hessen. Hessens Metropole ist Frankfurt, die Bankenzentrale mit ihren Wolkenkratzern. Aber nicht hier, sondern ein paar Kilometer weiter, im beschaulichen Bad Homburg, findet Det seinen ersten Kandidaten. Hier, hört ihr das? Ich glaube, ich bin voll im Einsatz. Was ist denn hier los? Ja, was hier los ist, will ich dir gleich mal erklären. Fahrzeugschein, Führerschein bitte. So sieht's hier aus. Was ist mit dir los? Moin. Was ist denn hier? Ja, hast du einen Brand oder was? Hi, ja, mega. Du suchst Typen, nochmal kommt eine abgefackelte Kiste an, hat Qualm draus, denkst, ach du Scheiße, der hat ein Problem oder was? Dann ist aber noch der Tüdertar am Start. Und dann guckst du genau hin, ey, Feuerwehr oder ey, ne, was ist denn hier Phase, ne? Der meint das ernst. Was ist das hier für ein Ding und wie heißt du überhaupt? Dominik bin ich. Grüß dich. Siehst du, nach dir habe ich gesucht, dich habe ich gefunden. Mit dem Alarm habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Tja, Det, das hier war mal ein stinknormaler, braver VW Caddy. Doch dann flippte Dominik Freund aus und verwandelte ihn 6 Jahre lang zur perfekten Feuerwehr, seinem ultimativen Auffallmobil für die Partymeile. Ich habe schon viel Wahnsinn erlebt, aber das hier ist doch eine andere Liga. Also, dass du ihn hier ein bisschen beklebt hast, bekritzelt, verstehe ich ja. Dicke Kapelle ist klar. Also, das Modell Partymobil. Modell Partymobil, das ist jetzt auf den Punkt. Genau. Und wenn ich sowas hier lese, ne? Was ist das denn hier? I love my Kringel. I love my Kringelschwanz. Dann genau. Ist das so gesehen ein Zeichen mit Alarm. Also, hier kommt so ein Druck aus der Box, dass sich so gesehen eine Verhärtung ergibt. Zum Beispiel, genau. Bei mir sowieso. Wenn ich in das Auto reingehe, da gibt es nichts Besseres. Siehste? Das muss so genau so sein. Viele sehr fähige Freunde in der Tuning-Szene, mit denen wir dann das Auto Step-by-Step umgebaut haben. Ich habe den jetzt seit 6 Jahren und er sah eigentlich jedes Jahr anders aus. Das rollende Spektakel sorgt selbst auf dem Acker für Begeisterung. Wenn ich noch mal 40 Jahre jünger wäre, wäre das was für mich. Ja, wie, wir sind ja 38? Ja, fast. Und die Gisela, was halten Sie davon? Ehrlich, hier sieht ja gut aus, ja, ja. Witzig, tiefer gelegt. Ne? Ja. Ich will's nehmen. Ja, Freunde, Familie, die finden es alle super, die feiern das. Meine Freunde natürlich mehr als meine Familie. Die denken, ich habe einen leichten Schaden, aber einen lieben Schaden. Ich denke, es gibt schlimmere Schäden, die man haben kann. Von daher, alles cool. Das Ding ist ja dermaßen flach. Was hast du denn hier für ein Fahrwerk? Das ist ein Luftfahrwerk. Ein speziell angefertigtes für den Caddy. Der Caddy hat hinten Blattfedern. Das ist nicht ganz so einfach wie bei Golf 5, Golf 6 etc. Ja. Man musste die Blattfeder unter die Achse legen. Auf die Blattfeder kommt ein Luftbalg drauf, damit das Ding hoch und runter kann. Ich sehe schon. Und dann hast du hier vom Mercedes noch was reingeknallt? Genau, vom Mercedes, ja. Und laut Dominik haben sowohl Luftfahrwerk als auch Felgen den Segen vom TÜV. War das in den Innenraum reingetüdelt? Ja, fangen wir Stühle an. Stühle sind vom Passat CC. Papa Passat? Papa Passat. Vom Familienwagen? Nee, nicht ganz. Kumpel von mir. Ach so. Hat seinen ausgeschlachtet und hatte die Sitze übrig. Da hast du eben den Hocker rausgerissen, ne? Genau. Und dann hast du so gesehen von der Berufsfeuerwehr gezockt oder was? Ja, quasi. Alles klar, ne? Safety first, natürlich. Hier gibt's nichts zu sehen. Weißt du, was mich auch umhaut, ne? Ich habe ja voll Bock auf diese Hütte, ne? Aber wenn ich mir das angucke hier, da kriegst du ja nicht mal einen Tennisball drunter, du. Nee. Da reiße ich mir doch komplett den ganzen Boden auf. Naja, gut, ist ein Luftfahrwerk. Ja, du kannst das Ding hochfahren, runterfahren, ja, wie du willst. Ja, aber wenn du Coolness haben willst, dann fährst du ihn unten, ne? Genau, wenn du Coolness fahren willst, fährst du unten. Ich habe extra einen Unterbodenschutz aus Metall drunter gebaut. Ja, das schleift ordentlich, das macht richtig Rabatz, das ist gut. Das willst du ja auch. Das muss auch so, genau. Auf geht's zur Probefahrt. Det nimmt auf dem Beifahrersitz Platz. Da kann er die ganzen technischen Spielereien besser ausprobieren, die Dominik im Caddy verbaut hat. Aha, ja, weißt du was? Und das ist wieder ein Schleifkonzert wert. Der hier, ne? Ja. Achtung, ja, es blinkt. Ein bisschen langsamer. Oh. Ja, mach mal Fensterrolle, ja, genau.
Ey, das hört sich so krank an, Leute. Das hört sich sowas von fertig an. Das tut schon fast weh. Nicht nur fast. Dominiks Feuerwehr schafft, was die Grip-Redaktion schon Jahre erfolglos versucht. Det sprachlos machen. Wie beknackt kann beknackt sein, ne? Ja. Heute lass einschleifen. Da hört's aber nicht auf. Dominiks Caddy ist ein echtes Raucherauto. Was haben wir noch für Dinger hier? Kann ich, was ist das denn? Das ist die Nebelmaschine. Da drücken wir auch mal drauf. So. Kannst auch richtig lange drauf drücken, dann kommt jedes Mal, also solange du drauf hältst, passiert's, genau. Und was habe ich hier noch? Ja, da kannst du mal was, du was sagen. Achtung, Achtung, hier spricht der Commander. Fahrzeugschein, Führerschein, ich hab die Schnauze voll. Geiles Spielzeug, ne? Oh, jetzt qualmt's aber hier. Ja, jetzt geht's echt ab, ne? Jetzt kommt das nach vorne. Und was ist das hier für ein Stinky-Stinky, ey? Muss das so? Ja, klar, das muss so. Hä? Das ist hier richtig schön Duftbaum aus Amerika. Geschmacksrichtung Kirsch. Leute, seht ihr uns noch? Oder meint ihr, wir haben komplett die Pfanne heiß? Also hat der Dominik keine Probleme mit seinem Ego, hat es glaube ich klar. Ne? Ich meine, er hat einen Kringel, I love my Kringel, an der Bremse hinten drin. Er nebelt sich selbst ein. Hat in dem Fahrzeug glaube ich auch schon mal eine Dame verarztet. Und ansonsten meint er glaube ich auch, dass er der Härteste ist. Ne? Du bist der Geilste. Hat mich gefreut. Ob es heute noch gemacht. Einen guten Vogel gibt, weiß ich nicht. Pokal ist in Aussicht, aber jetzt geht's erstmal weiter. Der nächste bitte. Weiter geht's für Det zum nächsten Anwärter auf den Titel Hessens größte Automeise. Nächste Station, eine wahre Monsterbacke aus dem kleinen Städtchen Wetzlar. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu einem, der ist, glaube ich, falsch abgebogen. Der hat nicht nur Wahnsinn und Irrsinn im Kopf, sondern, glaube ich, auch ganz viel Spaß. Steh da! Monsterbacke! Unglaublich. Peter! Det, Mensch! Kommst doch raus, so. Grüß dich. Was ist los was hier? Was machst du hier? Ja, was mach ich hier? Wegen dir bin ich hier. Was hast du hier gebastelt? Naja, Buggy. Was heißt das? Buggy heißt GFK-Karosserie auf verkürztem Käferfahrgestell. Den Anfang der 90er gekauft, haben restauriert. Ja. Und ein bisschen nach meinen Vorstellungen umgebaut. Hast du noch mehr los? Ich meine, ja. du bist ja nicht komplett buggy verrückt, du hast ja noch mehr auf dem Zettel. Das ist richtig, ja. Aber jetzt bist du schon mal hier, komm doch rein. Ja, da rein oder da ja, rein? Ja, da rein. Seit 30 Jahren baut Peter Theobold, Spitzname Monsterbacke, völlig schräge Autos, die ihresgleichen suchen. Wer auf Edelfusseln steht, also das Umsetzen von Ideen mit preisgünstigen Mitteln, der geht hier vor Bewunderung auf die Knie. Geil, geil. Geil. Ich meine, hier darf man ja alles anfassen, ne? Soweit, ja. Also ich muss jetzt ein Riesenkompliment machen. Das ist Patina par excellence. Das ist, mir geht's eigentlich. Wie kann sowas entstehen? Leute, kommt mal näher. Das ist unfassbar. Das hier ist wie alt? Das Auto ist Baujahr 59 und der stand über 40 Jahre in der Halle. Das Auto ist so gewachsen, es ist keine gemachte Ratte, wie mir heute so und so. Ja. Ja. Was soll das hier? Das ist ein Steinschlagschutz, der dich normalerweise bei toll lackierten Autos davor schützen soll, dass nichts kaputt geht. Ich wollte meinen Rost erhalten. Nochmal, wiederhol das bitte. Ja, nu, ich wollte meinen Rost erhalten. Hör mal, du fährst auf der Autobahn und dann bist du, ja, da geht mein guter Rost weg. Gottes Willen, also. Ja, lass sehen. Ey, jetzt schlägt's echt 13, ey. Boah, ist das geil, ey. Ich liebe so einen Zustand, ey. Was ist denn los hier? Sowas habe ich noch nicht gesehen. Umgebaut und übergerollt kann ja jeder Spinner. Aber das hier, sowas zu kriegen, unmöglich. Und was hast du denn hier alles noch reingebaut? Was sind das für Felgen? Was ist das für ein Fahrwerk? Das ist ja alles. Leute, einmal die Tieflage. Komm mal bitte runter. Das muss man sich mal anschauen. Technik musste neu. Ne? Komplett Bremse, Getriebe, Motor. Das ist alles komplett neu. Und der Rest wurde einfach drüber gestülpt und erhalten. Was ist das? Ja. C-Record Caravan. Völlig original. Ja, 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 ja. Hier, ich sag mal hier, die Goldkante. Ne? Peter macht's möglich. Was sind das hier alles für Hocker? Und der Himmel, habt ihr sowas schon gesehen? Wieso hast du so eine Schramme? Tja, so ein Ausgleichshobby zum Beruf, zur Musik. Früher Musiker, heute Schrauber. Ja, aber da geht die Beziehung noch kaputt. Nein, alles gut, mein Schatz ist da völlig dabei. Ja, lebt die auch in der Karte? Die kennt mich jetzt seit 25 Jahren. Die weiß, wie ich bin, die weiß, wie ich tick. Das ist so einer, der kriegt die Ideen auf der Toilette, da hat er Ruhe. Da klingelt kein Telefon, da brütet er das aus sozusagen.
Das ist also Monsterbackes Geheimnis, das Kreativklo. Oder würden Sie auf die Idee kommen, im Porsche 924 den Motor hinten statt vorne einzubauen? Oder Ihren 1er Golf innen mit einem perfekt gemachten Käfercockpit zu versehen? Ach ja, und Peter hat auch noch etwas für den schnöden Autofahreralltag. Der Mann hat doch verkappte Aggression. Was hast du hier gezaubert? Ja. Was war das? Das ist noch BMW. Z3. Z3. Ist aber nicht viel von übrig geblieben. Das bisschen, was übrig geblieben ist, ist auf jeden Fall nicht mehr original. Den BMW Z3 kann man nur noch erahnen. Zahllose, abgefahrene Details und Accessoires zeugen von Peters unglaublicher Kreativität. Ich bin ganz begeistert. Also jetzt fangen wir mal vorne an. Hier vorne, denke ich mal, was ist das, Flak oder was? Ja, so ein bisschen, genau. Und hier vom Atomkraftwerk? Auch, ja. Hast du da so einen Grill genommen? Fukuhila, nee, Shima. Shima, ja. Fukushima, ach so. Genau. Alles klar. Und hier, das ist? Stoff. Wegen? Ja, Schmutz. Siehste? Und so. Wegen Schmutz. Und die Karre ist gerollt, das ist egal. Ey, der ist nicht gerollt, der ist lackiert. Der ist leicht? Ja. Mit der Rolle lackiert, glaube ich. Du. Nee. Was ist das hier? Ist das der originale Z3-Spiegel? Das ist der originale Z3M-Spiegel, ja. Aber weil die Füße immer abbrechen, haben wir hier uns ein bisschen aus dem Schlagzeugregal bedient. Da haben wir Halter von einem Stentom, ja. Und das sind kurze Beckenarme. Ne? Und das haben wir kompatibel gemacht, damit sich der Spiegel auch wieder einstellen und drehen lässt. Ach so, weil bei der originale kaputt geht, das kostet wieder grausig. Genau. Und hier bist du auf Spardose. So sieht's aus. Lass mich raten. Ja, rat mal. Amerika, Cadillac, die Hecktorpedos. Bist du gut. Wo hast du die her? Kaufgeschäft. Nee, ich dachte, du warst auf dem Ultramarkt und hast einfach die Dinger rausgeschraubt. Nee, gibt's ja alles neu. Aber was wurde hier wieder verändert? Das sind 02 BMW Rückleuchten. Die mag ich selbst. Die genau. Runden Dinger liebe ich ja, ne? Ja. Wie hast du die hier reingebracht? Da habe ich mir Rohre walzen lassen. Ja? Ja. Und da habe ich das eingeschweißt. Okay. Das Heck so ein bisschen angeglichen an die ganze Nummer. Heckklappe gecleant. Und dann gab es hier noch Farb- und Pinselstrich. Ich muss mit deinem Arzt reden. Jagdbombe. Ich brauche das auch. Ja. Was verschreibt er dir? Das kann ich hier öffentlich nicht sagen. Okay, das wirkt aber auf jeden Fall. Ja. Ihr sendet zu früh. Ja, ein bisschen was wird noch gemacht. Ich bin noch mit Kupfer- und Messingblechen ein bisschen am Arbeiten. Es ist innen noch ein bisschen was zu tun. Ich will noch Kopfstützen bauen, andere. Ja, und es sind immer noch so Kleinigkeiten. Richtig fertig wird so ein Auto sowieso nie. Es ist einfach, dass es individuelle Fahrzeuge sind, dass es nicht irgendwie nach irgendeinem Schema X nachgebaut ist, weil das 100.000 Leute geil finden und deswegen baue ich das auch so, sondern er baut dort seine Fahrzeuge so, wie es ihm passt und wie er es gut findet. Boah, ist ja hart. Ey. Alarm! Steht am Steuer des Kampfbombers. In Wetzlar ist der fiese BMW bekannt wie ein bunter Hund. Und sein Erbauer sowieso. Ist das geil, ey. Aber flippen die Leute total aus oder nur ein bisschen, wenn du ankommst? Ach, das ist, die Reaktionen sind unterschiedlich, weißt du? Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, dass mich das nach 30 Jahren Schrauberei nicht mehr wirklich interessiert, ja? Dir ist alles scheißegal. Ja, ich mach das für mich, ja? Und wenn ich einen Daumen hoch kriege, ist das schön. Und wenn nicht, ist mir das wurscht. Natürlich trifft ein so extremer Tuning-Stil nicht jedermanns Geschmack. Andererseits gilt Peter, dank seiner irrwitzigen, spektakulären Ideen in Sachen Schrauberkunst, als einer der Großmeister des sogenannten Fussel-Tunings. Peter, das war eine saugeile Abfahrt. Ich muss mich echt bedanken. Aber leider muss ich nun gehen. Gern geschehen. Leute, habt ihr sowas schon erlebt? Ich glaube, der Mann hat alles angekreuzt. Dets Hessentour geht weiter. Von Wetzlar zum nächsten Autofreak tief in den Odenwald. Für Sven Stutz ist Bodenfreiheit ein echtes Reizthema, obwohl er doch in Höchst lebt. Ah, ist er nicht schön, Det? Super, ich bin der Sven. Hallo Sven, was geht hier ab? W109? Luftfahrwerk? Ja. Langversion? Schön auf dem Asphalt geklatscht? Immer schön flach. Und das ist seine Vision? Das ist unser Motto. Also hart. Lang, brutal. Tief, vor allen Dingen tief. Ja, aber darum geht's jetzt gar nicht, sondern? Wir haben was anderes gebaut diesmal. Hab ich gesagt, machen wir mal was Ordentliches. Wie jetzt ordentlich? Gehen wir mal ans Thema Rost und restaurieren mal ein Auto richtig von Grund auf. Und das ist das Ergebnis.
Bei diesem Ultra-Rattenkäfer hat Sven das Thema Tieferlegung echt auf die Spitze getrieben. Denn dieses Krabbeltier liegt nicht nur verdammt tief, es stapelt auch so. Denn unter dem vermeintlichen Rost steckt ein topfittes Auto. Ach, du bist schon fertig mit dem Wagen? Das Auto ist fertig. Perfekt. Praktisch von Grund auf restauriert und ordentliche Tiefe, selbstverständlich. Ja, und vorher? Vorher sah nicht so gut aus. Ich habe eine Aufnahme hier in Grau, aber das war halt doch nicht so ganz unser Stil. Dann haben wir gesagt, mache ich richtig. Und das ist das Ergebnis. Der Sven ist einfach andersrum. Er kauft sich einen sauberen Schlitten, flext ihn ab, macht ihn komplett auf Ratte, dass man die Spachtelstellen sieht, dass er abgefuckt aussieht. Aber man darf sich verkennen, da ist Liebe im Detail. Also, dass du deinen durchrestaurierten Oldtimer gerne der Witterung überlässt, habe ich ja geblickt. Ne? Und das ist denn hier Liebe im Detail oder die Spachtelbrüche? Das sind die Zeichen der Zeit. Das gehört dazu. Ach so, das ist dann ja, auch das so. Das muss doch sein. Ja. Und dass der vorne so einknickt, ist auch richtig. Ja, vorne geht's noch. Hinten knickt er halt richtig ein. Dank der guten alten Pendelachse. Ja, und hier sehe ich gerade noch ein paar Ostereier in der Felge. Das ist doch Mercedes, das kenne ich doch. Das dürfte eine Mercedes-Felge sein. Wir wollten 16 Zoll fahren. Haben gesagt, 16 Zoll Käferfelgen bekommen wir nicht. Noch Kreis geändert, Mercedes-Felgen. Und die Deckel adaptiert, passt. Warum bist du so? Warum? Ganz normal. Das war schon immer. Das erste, was er gebaut hat, war ein Holzauto. Das existiert jetzt noch, habe ich ihm gerade letzt erst gezeigt. Hier, dann hat er so Gefährte gemacht mit dem Segel drauf und hat die dann durch Windkraft hat er die fahren lassen. Also er war schon immer ein Autofreak, ein Autosammler, Matchbox-Auto. Da konnte gar nicht genug da sein. Und das ist auch nicht normal. Hier ist alles nicht mehr normal. Was hast du da alles rausgeflext und zugeschmiert und abgespachtelt oder was ist das da? Das Armaturenbrett soweit gekleint. Und dann haben wir Platz geschaffen für die Bedieneinheiten vom Luftfahrwerk. Ja, kannst du mir mal zeigen, ob der rauf und runter geht? Machen wir eben so eine Tonstunde da am Käfer. Du. Ich muss den Motor ein bisschen laufen. Ja, dann mach den Motor an. Ey, ist das ein schräges Teil? Alter, der macht dem Geräusche wie ich morgens auf dem Klo. Du. Mach mal den Deckel auf. Was hast du für einen Motor drin? 1300er. Das hast du alles extra so, ich meine, das muss so. Das muss so. Das schleift halt ab und zu auf dem Boden. Das ist der Preis, den man zahlt fürs flache Auto. Also das ist so gesehen deine Art von Restaurierung? Das ist meine Art von Restaurierung. Der tut halt viel restaurieren und ausprobieren und viel, viel Geld ausgeben für das Ganze. Fährst damit auch so richtig so mal eben? Ne? Fahr ich auch mal mit, ja. Da wollen wir. Machen wir. Dann machen wir einen. Ich meine, okay, er kommt aus einer Familie, die ist total autoaffin. Ne? Fadi hat schon auf dem Bock betrieben. Mutti hat auch eine Autoschramme. Ja, was soll dabei rauskommen? Ne? Vollmeise. Ja. Praktisch, dass sich Sven auf dem Flugplatz um die Ecke austoben darf. Weniger praktisch, dass die Bahn hier nicht auf den Millimeter genau eben ist. Ey, ich weiß noch, ich heb die Füße hoch. Ey. Aber wenn der Käferboden durchgeschliffen ist, dann schweißt Sven einfach unten wieder was drauf. Noch irgendwelche Fragen? Pass auf, jetzt mache ich mal einen, ja? Darf ich mal? Ja. Ist das schön bescheuert. Boah! Ey, das tut ja richtig weh. Man spürt's an den Füßen so schön. Ja, na klar, das ist ja nicht nur ein Kribbeln, das ist ja schon, das ist ja ein Aufreißen. Aber ich meine, du hast die Kiste ja so gesehen top restauriert gekauft, ne? Und wo liegt er jetzt? Was kriegst du für die Hütte? Wenn man einen Bekloppten findet, der doch bekloppter ist. Ich glaube auch. Ich meine, da gibt es eigentlich gar keine Richter- oder Wertskala, ne? Die Kiste ist so schräg, die ist so hohl hier. Ohne Himmel, ohne alles, voll auf dem Asphalt. Svens Hardcore-Käfer begeistert mit seinem Schleifweg von 100 auf 0 übrigens auch die Sicherheitsfanatiker vom TÜV. Ey, Bremse ist nicht, ne? Du fährst ihn aus. Ich habe auf jeden Fall keine Handbremse mehr. Glaube ich dir. Die Handbremse musste ich opfern damals beim Umbau. Sven, du bist so geil. Also Leute, fällt euch da noch was zu ein? Nein. Der Moment der Entscheidung naht. Welcher der drei Kandidaten bekommt die ultimative Auszeichnung? Die goldene Automeise.
Dominik Freund mit seiner Feuerwehr, einem VW Caddy als ultimative Partymaschine. Peter Theobald und sein zum Kampfbomber umgebauter irrer BMW Z3. Oder Sven Stutz mit dem Rattenkäfer und dem Motto, noch tiefer gibt's nicht. Grip hat entschieden. Den Pokal für die größte Automeise in Hessen hat einer ganz besonders verdient. Peter, du hast dir was verdient. Oh, ich sag mal, wer so viel Nebenwirkungen hat, ne? Okay. Der hat auf jeden Fall die goldene Automeise. Nein. Von Herzen. Ach, ihr seid so lieb. Echt, das ist total cool. Verdient. Aber das finde ich total lustig. Ich habe nämlich auch noch was für dich. In dem Sinne, ne? Ja. Eine Meise geht auf Reisen.